Das ist der erste EU-Kids-Day hier in der Wirtschaftskammer Österreich. Wir freuen uns sehr, im Namen von MediaGuide und der Wirtschaftskammer Österreich euch und Sie zu begrüßen. Liebe Kinder, ihr seid heute der Mittelpunkt. Für meine Generation war Europa ein Traum. Ja. Für euch ist es Wirklichkeit. Ja. Und ich wünsche euch, dass dort, wo es etwas zu verbessern gibt, ihr eure Ideen einbringt. Es ist eure Zukunft und wir laden euch ein und darum ist diese Veranstaltung hier gemacht, dass man sich schon von frühester Jugend an darüber informiert. Es gibt Dinge, die soll man nicht allein den Erwachsenen überlassen. Also dem Außenministerium ist es natürlich ein sehr großes Anliegen, EU-Themen nach innen zu kommunizieren. Der Euro ist eine starke Währung, ist stärker wie der Dollar in Amerika. Und wenn gerade in diesen Tagen die Chinesen sagen, sie setzen auf den Euro, sie vertrauen dem Euro, dann sollten wir Europäer nicht daran zweifeln. Und das ist etwas, was man vielleicht nicht vergessen soll, dass wenn es dieses große Thema gibt, die Europäische Union kann noch viel mehr und ist noch viel mehr. Die Europäische Union gibt in der Welt Ziele und Maßstäbe vor, zum Beispiel für den Kinderschutz. Das betrifft euch. Ab der ersten Sekunde eures Lebens habt ihr Rechte, die euch zustehen. Die kann euch keiner wegnehmen. Ist die EU eigentlich immer nur Problem oder wird das nur so dargestellt? Was kann sie sonst? Ich weiß natürlich auch, was es heißt, wenn man das Handy nicht nur zu Hause benutzt, sondern wenn man auf Urlaub fährt oder wenn man beruflich irgendwo hinfährt. Und da telefoniere ich auch sehr viel. Zahlen Sie Ihr Handy aus Ihrem eigenen Taschengeld? Ich weiß auch, dass das ein sehr großes Anliegen des Vizekanzlers selbst ist und der den Auftrag auch gegeben hat, dass das Außenministerium diese Veranstaltung unterstützt. Und ich sehe an dem heutigen Tag auch, wie groß das Interesse ist und wie groß auch das Potenzial dieser Veranstaltung für die kommenden Jahre ist. Herr Präsident Leitl, die Wirtschaft war ja eigentlich immer schon etwas, das über die Ländergrenzen hinaus agiert hat. Wir lernen es jetzt erst, dass wir auch unsere Vielfalt im Kopf, unsere Kultur, dass wir das alles erweitern. Wirtschaft hat verbunden, hat Grenzen überwunden. Hier geht es darum, dass man Herausforderungen gemeinsam begegnet. Ja, wir haben ein Europabüro. Also wir haben Mitarbeiter, die eigentlich nichts anderes machen, als sich mit Europa beschäftigen. Es gibt europäische Partnerschulen und das organisieren die Mitarbeiter des Europabüros. Ja, wir alle sind quasi Europa. Entscheidungen, die getroffen werden, von denen ihr in den Nachrichten vielleicht hört oder erzählt bekommt, bei all diesen Entscheidungen sind wir mit dabei. Es gibt überhaupt ganz viele Workshops. 470 Europaschirme sind mittlerweile in Einsatz in ganz Österreich und täglich werden es mehr. Wenn man gerecht ist, dann ist böses Blut, dann braucht man sich überhaupt nicht fürchten. Hier spricht ein Rumäne. Wäre Latein eigentlich eine gute EU-Sprache? Nein, Englisch ist die Arbeitssprache und alles andere sind wertvolle Kultursprachen. Was ist für dich Europa? Und ich glaube, bei den Kindern lernen auch wir Eltern am meisten.